Eine Geburtstagstorte für Fatou. Die Gorilladame aus dem Berliner Zoo feiert heute ihren 61. Geburtstag. Sie ist der älteste Gorilla Europas. Den Weltrekord teilt sie sich zusammen mit einer anderen Gorilladame aus einem US-Zoo. Ich bin seit über 20 Jahren hier und schon als Auszubildende, als ich angefangen habe im Menschenaffenhaus, da hieß es, Fatou wäre ein ganz alter Gorilla. Und jetzt ist sie immer noch da. Fatou lebt schon seit 59 Jahren im Berliner Zoo. Ihr Weg hierher war kurios. Ein trinkfester Matrose nutzte sie als Zahlungsmittel in einer Gastwirtschaft in Marseille. So kam Fatou mit etwa 2 Jahren im Gepäck einer Gastwirtin nach Berlin. Mit 61 Jahren ist sie eine stattliche Seniorin. Ihr Gesundheitszustand ist gut. Ja, sie läuft ein bisschen langsam, sie hat keine Zähne mehr. Wir kochen ihr die Gemüsesorten, die sie sonst nicht essen könnte. Sonst alles gut. Die Gorilladame gehört zu den letzten Wildfängen des Berliner Zoos. Mittlerweile sind fast alle Tierparktiere direkt im Zoo geboren.